Plattform, die macht Fan-Talks für. Oh, hey, was geht ab, Leute? Hunger. Das war Levi. Der macht gerade eine Reaction auf ein Video, wo ein Typ seinen eigenen Coin rausgebracht hat. Und ich muss sagen, Respekt an Levi, der hat echt eine Menge Ahnung. Der scheint sehr tief in der Szene, in der Materie zu sein. Was halt schön ist, wie mehr Leute. Aber er lässt es nicht so raushängen. Er hat selber im Video gesagt, er wird euch niemals sein Portfolio zeigen und dies, das, weil er will halt nicht finanzberatungsmäßig, dass Leute ihm folgen und dann in dies und das investieren und dann möglicherweise was verlieren. Aber er hat eine Menge Ahnung und ich denke in mehreren Jahren, also ich habe ja auch letztens von Slavik berichtet, immer mehr Leute, Tanzverbot hat jetzt ein Kryptoverbot, Twitter-Account und so, also immer mehr Leute, heißt jetzt nicht natürlich immer automatisch, dass es gut ist, weil auch viele Leute reinkommen, die keinen Plan und sowas haben und dann auch viel Geld verlieren. Aber allgemein, wie mehr Leute reinkommen, an sich ist schon besser. Ja, ich habe immer noch viel weiter gebaut. Nur das hier, aber das hatte ich gestern Abend auch schon. Ich muss jetzt ein paar Pakete wegschicken. Das geht raus an die Kollegin, die das gemacht hat mit Vinted. Und das geht überraschenderweise gut ab. Also sie hat schon, war sehr fleißig, hat vieles schon verschickt. Die Sachen gehen sehr gut weg, sind sehr beliebt. Das sind halt die ganzen Sachen aus den Loot Chests, die wir oder die Jungs halt, ich und die Jungs, nicht haben wollen. Weil wir sind eher so Anime-Manga-mäßig unterwegs. Und so Sci-Fi, die Richtung gar nicht. Und dementsprechend bleibt dieses ganze Sci-Fi-Zeugs über. Aber das geht überraschend gut weg. Nice. Wieder fresh. Für alle, die sich gewundert hatten, wie ich am Anfang des Videos aussah. Schnell noch Haare geschnitten. Und dann natürlich Mittagessen. Das ist immer der Daily Struggle. Wo schaue ich, was esse ich? Weil die Foodblogger auf Instagram, Münchner Foodblogger, die langweilen mich. Alles ist Werbung, alles ist Anzeige, alles ist eingeladen. Und ich weiß nicht, die sind halt nicht so ehrlich. Das ist ja kein Problem. Ich gehe mal kurz hier zur Seite. Das ist ja kein Problem, wenn man eingeladen wird, Kooperationen hat, dies, das. Aber wenn alles nur Anzeige ist und du weißt, hey, das schmeckt gar nicht so gut oder so krass und ja, weiß nicht, man langweilt mich halt. Ich will halt schauen, ich will alles erfahren. Ich bin nicht der 0815 Foodblogger wie die. Ich bin eigentlich gar kein Foodblogger, ich bin Foodtester. Ich will verschiedene Sachen probieren und Geschmäcker und alles erleben. Und bei mir ist egal, ob es eingeladen ist oder nicht. Ich sag halt, okay, war geil, war super saftig oder war halt mittelmäßig oder überteuert oder sowas. Wie zum Beispiel dieser, wo ich, wann war das, am Freitag war? Für euch Samstag. Die hatten sich dann bei mir gemeldet, bevor ich das gepostet hatte. Und die so, hey, cool, dass du vorbeigeschaut hast, wir wollten dich eigentlich eh kontaktieren. Weil die kontaktieren momentan alle Foodblogger, was ihr gutes Recht ist, was sehr schlau ist von denen. Und laden die halt ein, damit die halt vorbeischauen, essen. Sollte das eigentlich auch machen. Da essen und posten und sowas. Also habe ich nichts dagegen, ist schlau von denen. Nur, also ich bin halt früher gekommen, als die mich eingeladen hatten. Dementsprechend, die haben gesagt, ja, beim nächsten Mal kannst du gerne Bescheid geben. Dann wirst du eingeladen. Aber ich fand es halt nicht gut. Ich fand es mittelmäßig und teuer. Aber jeden einzelnen Post, den du siehst, von den Leuten, die eingeladen wurden, die sagen natürlich nichts Schlechtes. Und dementsprechend, das langweilt mich momentan. Ich will das richtig Softige vom Herzen, wo Leute sagen, yo, das ist meine Empfehlung vom Herzen, das schmeckt einfach überkrass, super softig, 10 von 10. Diese Orte will ich abchecken. Und jetzt gehe ich auf Instagram, schaue die ganzen Foodblogger. Okay, Einladung hier, dies, das. Einladung hier, dies, das, Werbung, Anzeige. No, ja. Das ist das, was mich momentan an der Szene langweilt. How long have you been here? I was born here. I was born and raised in Munich, yeah. So Leute, was geht? Is it like a vlog about here? Wir haben hier einen Kollegen getroffen. Random, er wollte so ein Foto von, dass wir ein Foto von ihm machen. Da habe ich gesagt, yo Digga, lass doch von einer geilen Location machen. Er so, ja Digga, hast du Zeit und so? Ich so, ja, kein Problem, können wir gerne machen. Da erzählt er mir so von seinem Leben und wie er so in München mag und so, Student. Ja, ich bin Student in Thun. Aber ich kann nicht Deutsch sprechen. No, it's good. Yeah, okay, I can speak English. Yeah. What do you want me to talk about? Like life in Munich? Yeah, life in Munich. I really love life here in Munich. I've been here for like more than 2 months. Oh, only 2 months? Yeah. Yeah, and I never think I will get enough. Yeah, the city has a lot of amazing places, amazing people, a good vibe.
every single moment I feel so happy and feel energetic. For example, one day before I thought that it's not enough for me discovering the city because I've gone to just Zinlingatua, Marienplatz and other places, the most famous ones, but and I was just riding the O-Bahn and S-Bahn, but later on when I started riding the buses and seeing the city from above, I just discovered that it will never be enough from the city. I love being here so much. Thank you. That's great. Good to hear, good to hear. Okay, ich glaube, ich habe einen neuen Freund gemacht. Jetzt erstmal Bubble Tea und Sushi. Ich war da vorgestern am Wochenende mit Dimi auf unserem Spaziergang, Real Talk Spaziergang, habe ich das gesehen. Der hat einfach 7 Euro gekostet und eigentlich ist das ein normaler Sushi-Laden und auf einmal bietet der auch Bubble Tea an, aber 7 Euro ist halt heftig, weil, keine Ahnung, wenn ihr Bubble Tea kennt, das ist extrem. Also selbst für den Überklassen, den ich euch mal gezeigt habe, der fast wie eine Mahlzeit das ist, der hat nicht mal 7 gekostet. Also 7 ist echt krank, deswegen bin ich mal gespannt. Ich hasse das an asiatischen Läden. Ich habe das voll verplant, dass es meistens Mittagspause gibt und ja, erst später. Also Planänderung, müssen wir doch was anderes zu essen finden. Angeblich Top 5, ihr wisst, ich habe meinen Nummer 1 Sushi-Laden, aber Top 5 Sushi in München. Schauen wir mal. Ich check mal die Lage. Schauen wir mal. Was haben wir hier zuerst? Die Verpackung ist geil, ist edel. In Japan soll man das nicht machen, weil das ist dann eine Beleidigung an den Laden oder an den Chef, dass er billige Stäbchen hat oder gekauft hat. Ihr wisst, ich hasse Sushi mit Frischkäse, also ich hab das vermieden. Das von gerade eben war White Tuna. Das müsste Tempura Avocado sein. Auch sehr interessant. Da ist ein bisschen Soße drauf. Ah, da fehlt noch Soße. Irgendwas zum Reindippen. Ist interessant. Wobei, ne. Mit dem Salat passt schon. Einfach Avocado mit Tempura. Frühlingsrolle. Bin immer auf der Suche nach saftigen, knusprigen Frühlingsrollen. Wir haben extra Soße, also andere Soße. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Mit Mom haben die hier. So. Oh, fühlt sich gut an. Aber die waren schon teuer. 2 Stück 9 Euro. Also der Laden allgemein war ein bisschen gehobener. Boah, die ist gut. Aber nicht für 4,50 Euro. Also 4,50 Euro ist schon echt heftig. So. Und noch ein letztes habe ich. Gesamt hat das 35 Euro gekostet. Keine billige Angelegenheit. Preislich war, geschmacklich war bisher gut. Sieht krass aus. Bisschen Mam dazu. Hm. Oh, das ist krass. Oh ja. Oh ja. Hm. Oh, das ist krass. Das war krass. Das letzte war extrem lecker. Davon gerne mehr. Die Avocado, der Tempura, hat mir nicht so getaugt. Frühlingsrollen überteuert. Ich habe auch ein Haar da drin entdeckt. Finde ich jetzt nicht so schlimm.
Ne? Manche können sich mega vorhaaren. Passiert halt, Spuck und aus. Und das war's. Aber ja, das letzte war krass. Puh. Richtige Plastikstuhlhalme. Vanille Milk Tea, boah, krass. Der Zuschauer hat sich gerade Bubble Tea gegönnt, auf meine Empfehlung. Hat er in die Gruppe gepostet, muss ich mir selber direkt eingönnen. Jetzt noch ein paar Erledigungen, ein paar Nachrichten schreiben. Beziehungsweise Sprachmemos, ich habe gerade keine Hand frei. Ich höre Tati, wegen Spitzewirtschaft. Mein Sandwich wäre, also ich weiß nicht, ob alles fest ist, weil die von denen kommt nicht so viel. Aber wenn, dann wäre das für nächste Woche, also jetzt dann Ende der Woche schicke ich denen eine Liste und dann haben die gemeint, irgendwie Samstag oder so dann Probe kochen. Du meinst ja, wenn du willst dabei sein, wenn es geht, also wäre dann wahrscheinlich Samstag, wenn du dir da irgendwie Zeit nehmen willst. Ja, kein Stress, hatte Bock ein bisschen zu quatschen, aber es gab ein bisschen Stress bei uns und dann hätte ein Gespräch gut getan, aber nicht so schlimm, man sieht sich ja hier und da immer. Was wollte ich sagen? Achso, ja, das mit den Fotos, also Anna hat ja die Fotos geschickt. Ich habe jetzt alle rausgesucht und wird die dann noch bearbeiten, damit es dann passt, mit den Highlights und sowas. Bin ich nicht zu gekommen, habe ich ein bisschen gefaulenzt, aber würde ich noch wahrscheinlich heute oder so machen. Und dann ist sie ja eigentlich testbereit, also getestet wurde sie ja eigentlich noch kein einziges Mal. Wenn du da irgendwie eine Gruppe an Kollegen hast, kannst du das ja dann, wenn ich die Fotos eingefügt habe, gerne einmal testen lassen. Ich lasse es auch einmal von meiner Gruppe testen. Ich würde dir 500 Euro anbieten für das Ganze. Hoffe, das ist ein guter Preis. Smiley? Ja, komm, gib mal hier ein Smiley. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt uns auf Instagram und Twitch. Freitag sind wir hoffentlich wieder am Start. Ansonsten immer fleißig in Bitcoin investieren, Cashflow generieren. Das war's von mir. Serious Business und ciao.